Herzlich willkommen, meine Freunde, hier bei Knecht und Sniper Elite 5. Heute werden wir gemeinsam von der ersten Missionskampagne die drei Werkbänke aufsuchen. Genau. So, dazu starten wir hier. Jetzt zeige ich euch gleich, wo die Werkbänke aufzufinden sind. Hier ist einer, da oben ist einer und hier ist einer. Also der erste ist in dem Haus, hier hat es ein Haus und hier hat es ein Haus. Okay, gut. So, der erste Werkbank ist, wie bereits gezeigt, hier oben. Ich bin jetzt bereits hier, weil ich habe hier einen Einstiegspunkt. Ihr kommt dann von der Seite hier, von hier vorne. Wenn ihr die Tür hier aufkriegt, seid ihr bereits beim Werkbank. Genau. Ja. Sehr einfach, nicht zu verfehlen. Wir gehen mal zu Punkt 2. So, jetzt sind wir hier bei der Strandpromenade an diesem Startpunkt. Genau. Wenn ihr von hier kommt, geht ihr einfach hier hinten, nach hinten durch. Bin jetzt natürlich schon da. Hier ist der Werkbank. Ich zeige euch mal schnell genau, wo der ist, der Standpunkt. Noch getroffen hier. So. That bunker's gonna be hell for our boys landing on the beach. Taking it out would make their lives easier. Okay, wir gehen hoch. So. Jetzt sind wir bereits beim Haus vom Werkbank. Climbing those vines could get me into the attic. I better hurry. Don't know how long Marcel's got. Sorry, Marcel. Didn't get you in time. Hope you still got the key and I can find the safe. Marcel. Und hier ist Werkbank 2. Storing resistance equipment in his attic. This would be a good time to rearm. Ja, haben wir das auch. Gehen wir zu Werkbank 3. Nehmen wir das schon mit. Da gibt es keinen Einstiegspunkt, der irgendwie. Der andere ist, glaube ich, nicht näher. Schauen wir kurz. Wir gehen hinten raus. So. Der dritte Werkbank ist da oben. Und gehen wir hoch. Wo ist der Freund her? Kopfschuss. Ja, vorne ist dann übrigens noch Tötungsmission wahrscheinlich. Ja. Wie heißt er? Ist er schon da?
Echt da? Okay. Ah ne, ist nicht da. Ich hab nichts gesagt. Wir gehen weiter. So. Schauen wir mal, was da alles zukommt. Irgendwo zielt hier einer auf uns. Ah, hier. Das zählt nicht, aber wir sind da. Gut, Number One. Der andere, größer. Gut. Okay, sehen wir. Hier oben. Hier oben ist noch einer. Zwei sogar. Schotten wir den noch weg. Ja. Kein Ding. Wo ist der andere? Hat der nicht mal etwas gehört? Ja. Meine Güte. Schläft denn der? Ah, komm schon. Ja, jetzt gut. Sehr gut. So. It's time to move. Ja, irgendwo ist einer. Okay. Ah, hier. Yes, baby. Ja, weiter. Okay, jetzt haben wir den Alarm ab. Haben Sie schon raus, den Alarm? Must be what hit the submarine. That must be the gun that took out the submarine. That thing can land shells on the floor. We've got to destroy it. Damn reinforcements. I'm in danger of getting outgunned here. Ah, jetzt kommt sogar hier unten durch. Ah, sieht mich, oder was? Da hinten. Ah, da ist ein Sniper. Wow, meine Fresse. Ja, durch. Und Verband. Ich habe zwei Minen gelegt. Hier oben. Ja, okay. Okay. Schon. Jetzt. Die Tröte könnten wir auch mal abschalten. Oh! Slow-mo. Yeah. Oh, meine Fresse! Rein hier! Talk. So. So. Wow. Wow. Was war denn das für eine Knarre hier? Der hat ja eine Knarre. Da. Zack. Hab ich auch. Boah. Boah.
Das ist so krass, die. So geil gemacht. Ultra. Irgendwo ist hier noch einer. Zack! Ach, geile Socke. Boah, der Helm ist weg. Okay. Zack, Auge. Voll ins Auge. Zack, wieder ein Augenschuss. So. Da steht noch irgendwo einer. Ja. Ammo's not gonna last much longer. Und jetzt sind wir hier. Da kommen noch zwei. Kann ich es mal in der Ruhe zeigen hier. Wo ist das? Ah, das ist Explosionsfest. Ja, ich würde mich auch gut verstecken, wenn ich euch wäre. So. Jetzt ist hier der Bunker da. Und hier reduziert hier noch. Okay. Ah, jetzt kommt einer. Da! Oh, Headshot. Ah, kommt noch einer. Jetzt haben wir es aber dann. Hat's weh. Ja, jetzt müssen wir hier rein. Und hier drin befindet sich der Werkbank. Ja. Schlüssel oder Sprengsatz können wir hier. Ah, keine Munition. Können wir hier schauen, ob wir gerade was finden. Ach komm, denn. Zack! Tschüss! So. Ah! Sehr viel Sprengstoff drin. Ne, hier hat es keinen. Irgendwo gibt es schon noch einen Sprengstoff her. So. Ah, und hier hat es bereits einen Sprengstoff. So. Gut. Jetzt können wir hier rüber. Sprengstoff platzieren. Zack. Ihr seht, ist hier der Werkbank Nummer 3. So, habt ihr schon von der ersten Mission alle drei Werkbänke. Und hier wird es auch noch Unterlagen drin haben, die ihr auch noch benötigen könnt. So. Gut, viel Spaß beim Nachmachen. Euer Knecht. Bis zum nächsten Video. Ciao!